Gepriesen sei Jesus Christus. Ah, Gregor, reden wir. Ich muss etwas gestehen. Ich bin zwar kein Pfarrer, aber nur zu. Wird sowieso nichts Tragisches sein. Ich suche nach einem Dieb. Er war am Überfall auf das Gestüt in Neuhof beteiligt. Ach wirklich? Wer bist du, dass du dich so dafür interessierst? Jemand, dessen Aufgabe es ist, die ganze Sache zu untersuchen, die Täter aufzuspüren und dafür zu sorgen, dass sie ihre gerechte Strafe erhalten. Strafe? Hast du etwa vor, sie hier im Kloster zu bestrafen? Schwer zu sagen. Ich bin ihnen noch auf der Fährte. Du könntest mir helfen, ihn zu finden. Den verschwundenen Dieb? Wenn ich etwas wüsste, würde ich es dir sagen. Ehrlich. Wenn, dann muss es einer der Novizen sein. Ich habe erst kürzlich von dem Vorfall in Neuhof erfahren und all die anderen Brüder sind schon viel länger hier. Ich weiß. Abgesehen von mir gibt es nur 4 Novizen. Aber noch weiß ich nicht, welcher es sein könnte. 3. Bitte lass mich aus dem Spiel. Und du hast recht, es könnte jeder sein. Niemand weiß etwas über Lukas. Konstantin könnte sonst wer sein, nur kein Mönch. Und Joachim ist ein schleimiger Wurm. Es würde mich nicht überraschen, wenn er am Massaker beteiligt war. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger kann ich ihn leiden. Er ist eine spitzfindige Ratte und würde alles tun, um sich einzuschleimen. Brrr. Wenn ich mir vorstelle, dass er dort war, bekomme ich Gänsehaut. Ich bezweifle, dass er es war. Nur sag den anderen bitte kein Sterbenswörtchen. Keine Sorge, mein Freund. Ich schweige wie ein Grab. Gelobt sei Jesus. Schön langsam, Bruder.
Schön langsam, Bruder. Warum sollen ein? Pass auf, wo du hingehst. Schön langsam, Bruder. Schön langsam. Pass besser auf, Bruder. Pass auf, wo du hingehst.
Schön langsam, Bruder. Warum so in Eile? Das ist kein günstiger Zeitpunkt für Fragen. Warum so in Eile? Nicht jetzt, Bruder, nach der Messe. Warum so in Schön Eile? Langsam, Bruder. Ich stemmte eine Wache vor meinen Mund. Ich verstummte, demütigte mich und schwieg sogar vom Guten. Hier zeigt der Prophet, man soll der Schweigsamkeit zuliebe bisweilen sogar auf gute Gespräche verzichten. Umso mehr müssen wir wegen der Bestrafung der Sünden und bösen Worten. Mag es sich also um noch so aufbauende Gespräche handeln, vollkommenen Jüngern werde nur selten das Reden erlaubt wegen der Bedeutung der Schweigsamkeit. Steht doch geschrieben, beim vielen Reden wirst du der Sünde nicht entgehen. Und an anderer Stelle, Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Denn Reden und Lehren kommen dem Meister zu, Schweigen und Hören dem Jünger. Muss man den Oberen um etwas bitten, soll es in aller Demut und ehrfürchtiger Unterordnung erbeten werden. Albernheiten aber, müßiges und zum Gelächter reizendes Geschwätz, verbannen und verbieten wir für immer und überall. Wir gestatten nicht, dass der Jünger zu solchem Gerede den Mund öffne. Die Regula Benedicti, Kapitel 5. Der Gehorsam. Der erste Schritt zur Demut ist Gehorsam ohne Zögern. Er ist die Haltung derer, denen die Liebe zu Christus über alles geht. Wegen des heiligen Dienstes, den sie gelobt haben, oder aus Furcht vor der Hölle und wegen der Herrlichkeit des ewigen Lebens, darf es für sie nach einem Befehl des Oberen kein Zögern geben, sondern sie erfüllen den Auftrag sofort, als käme er von Gott. Ein Gehorsam dieser Art ist nur dann Gott angenehm und für die Menschen beglückend, wenn der Befehl nicht zaghaft, nicht saumselig, nicht lustlos oder gar mit Murren und Widerrede ausgeführt wird. Denn der Gehorsam, den man den Oberen leistet, wird Gott erwiesen. Wenn aber der Jünger verdrossen gehorcht, also nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit dem Herzen murrt,
So findet er, selbst wenn er den Befehl ausführt, doch keinen Gefallen bei Gott, der das Murren seines Herzens wahrnimmt. Für solches Tun empfängt er keinen Lohn, sondern verfällt der Strafe der Murrer, wenn er nicht Buße tut und sich bessert. Die Regula Benedicti, Kapitel 2. Der Abt. Wer also den Namen Abt annimmt, muss seinen Jüngern in zweifacher Weise als Lehrer vorstehen. Er mache alles Gute und Heilige mehr durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar. Einsichtigen Jüngern wird er die Gebote des Herrn mit Worten darlegen. Hartherzigen aber und Einfältigeren wird er die Weisungen Gottes durch sein Beispiel veranschaulichen. In seinem Handeln zeige er, was er seine Jünger lehrt, dass man nicht tun darf, was mit dem Gebot Gottes unvereinbar ist. Sonst würde er anderen predigen und dabei selbst verworfen werden. Der Abt bevorzuge im Kloster keinen wegen seines Ansehens. Den einen liebe er nicht mehr als den anderen, es sei denn, er finde einen, der eifriger ist in guten Werken und im Gehorsam. Auf keinen Fall darf er darüber hinwegsehen, wenn sich jemand verfehlt. Vielmehr schneide er die Sünden schon beim Entstehen mit der Wurzel aus, so gut er kann. Er soll daran denken, dass ihm sonst das Schicksal des Priesters Heli von Shiloh droht. Rechtschaffene und Einsichtige weise er einmal und ein zweites Mal mit mahnenden Worten zurecht. Boshafte aber, Hartherzige, Stolze und Ungehorsame soll er beim ersten Anzeichen eines Vergehens durch Schläge und körperliche Züchtigung im Zaum halten. Er kennt doch das Wort der Schrift, ein Tor lässt sich durch Worte nicht besser. Und auch dieses, schlage deinen Sohn mit der Rute, so rettest du sein Leben vor dem Tod. Salve. Gottlob. Pass auf, wo du hingehst. Ich habe eines der Manuskripte gelesen, die ein Novize abgeschrieben hat. Zum Häuser. Eine schreckliche Verschwendung von Pergamon. Wir waren genauso.
Credo in unum Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi et Terrae. Ich bin Novize Gregor. Ich weiß. Ich habe dich bei der Zeremonie gesehen. Ich bin Nevlas, der Vorsteher. Ich kümmere mich um den Klosterbesitz und auch um den Handel mit der Außenwelt. Heißt das, du darfst das Klostergelände verlassen? Nein, ich führe nur Listen und schicke sie nach draußen. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Braue heute 2 Hahnenschreitränke. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich deine Arbeit prüfen kann. Was wünschst du, Bruder Gregor? Erzähl mir von dir. Ich bin der Vorsteher dieses Klosters. Eigentlich sollte ich Sorge tragen, dass wir bescheiden leben und Überschüsse an Bedürftige verteilen. Aber in Wahrheit bewahre ich das Kloster davor, dass die Völlerei meiner Brüder und der Bau der neuen Kirche nicht alles verschlingen, was wir haben. Ich interessiere mich für die Wahl des neuen Abtes. Nicht nur du. Alle sind deshalb so aufgeregt, dass keiner mehr darüber nachdenkt, wie wir aus diesem Kloster einen besseren Ort machen könnten. Was ist denn nicht in Ordnung hier? Viele der Brüder denken lieber an ihren Bauch als ans Beten. Die Älteren verbiegen die Ordensregeln, wie es ihnen passt. Umso mehr treiben sie die Novizen zu einem vorbildlichen Leben an. Die Sünde hat hier längst Einzug gehalten, genau wie außerhalb der Mauern. Würdest du mir erzählen, wie der neue Abt gewählt wird? Wenn der alte Abt stirbt, wird ein neuer gewählt. Alle Brüder dürfen wählen, außer die Novizen. Der Stab des alten Abtes wird an den neuen übergeben und dann schwört er den Eid. Als Abt befasst man sich meist mit der Politik außerhalb der Klostermauern, anstatt das Kloster zu führen. Aber man hat trotzdem noch großen Einfluss auf das Klosterleben. Von welchen Sünden sprichst du? In der Bibel steht geschrieben, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Es steht mir nicht zu, über die Sünden anderer zu sprechen, Gregor. Was kannst du mir über Abt Peter sagen? Peter ist ein guter Politiker und Hirte. Aber wie du bereits weißt, ist er auch alt und gebrechlich. Die anderen Brüder haben ihn schon abgeschrieben, während ich noch Hoffnung hege. Aber du, Bruder, du hast nichts mit den Spielchen deiner Oberen zu schaffen. Würdest du mir bei etwas helfen? Wobei? Ich interessiere mich für die Medizin und ich weiß, es gibt ein Heilmittel für die Krankheit des Abtes. Mit deiner Hilfe könnte ich mehr herausfinden und Peter noch einige weitere Jahre bescheren. Was sagst du? Wofür brauchst du mich? Um an das Rezept für dieses Heilmittel zu kommen, müssen einige Regeln gebrochen werden.
Die meisten Brüder glauben, eine Krankheit ist eine Nachricht Gottes und wir dürfen seinen Willen nicht missachten. Ich aber glaube, da Gott uns nicht nur Krankheiten schickt, sondern auch Heilmittel, sollten wir die Menschen von ihren Leiden befreien. Das Heilmittel für die Krankheit des Abtes könnte in einem der Bücher unserer Bibliothek verzeichnet sein. Aber es befindet sich unter den verbotenen Büchern, den Libri Prohibiti. Warum sind sie verboten? Weil sie von okkulten und dämonischen Riten berichten, von Hexerei und dem Bösen. So sagt man zumindest. Aber das ist Unsinn. Ich rede hier von einem Buch der Medizin, wenn auch von einem Heiden verfasst. Ibn Sina oder Avicenna ist weithin als weiser Mann anerkannt. Aber irgendwann beschloss jemand, dass sein Buch die Arbeit eines sarazenischen Teufels ist und weggeschlossen gehört. Seitdem darf nicht einmal darüber gesprochen werden. Aber die heiligen drei Könige kamen auch aus dem Osten, nicht wahr? Wo finde ich es? In der Bibliothek steht ein großer Schrank mit einem Schloss. Darin befinden sich die verbotenen Schriften. Den Deckel des gesuchten Buches zieren nicht nur lateinische, sondern auch sarazenische Lettern. Bring es mir, aber fass die anderen Bücher nicht an. Niemandem wird auffallen, wenn nur ein Buch fehlt, aber bei mehreren sieht es schon anders aus. Irgendjemand würde nachforschen und das wollen wir vermeiden. Gibt es etwas, das mir dabei helfen könnte? Ein Schlüssel zum Schrank befindet sich in der Kammer des Priors. Der Bibliothekar hat vielleicht einen weiteren. Oder du besorgst dir Dietriche. Ich wüsste allerdings nicht wo. Vielleicht kann der Kellerer helfen. Nun gut. Noch etwas. Tagsüber ist immer jemand in der Bibliothek. Damit dich niemand sieht, solltest du nachts hingehen. Sie ist zwar verschlossen, aber du wirst schon einen Weg finden. Es heißt, der Kellerer verstünde sich auf Schlösser. Sag ihm aber nicht, was du dort willst. Wenn du das Buch hast, bring es mir. Ich stelle dann Abt Peters Medizin her. Dann hört der Trubel um die Abtwahl endlich auf.
Thank you.